Hallöchen YouTube, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Müsste jetzt mein drittes Handvideo sein und das ist jetzt hier eher eine spontane Runde, weil ich so mal was ausprobieren wollte und ich dachte mir, ach, ich kann es ja auch aufnehmen, sprich, das ist jetzt hier nicht mein Charakter, den ich in der letzten Runde überlebt habe, sondern ein anderer Charakter. Und wir sehen, dass die Schatten ein bisschen flimmern. Wieso, keine Ahnung. Ja, und wir gucken jetzt erstmal, wo wir überhaupt hinlatschen müssen. Nach links ist ein Spot und geradeaus ist ein Spot. Wir gehen mal geradeaus. Ich habe heute auch mal eine andere Bewaffnung bei. Zum Beispiel habe ich jetzt eine Schrotflinte, eine doppelläufige Schrotflinte. Kenne ich so gar nicht. Also gibt es im Spiel, ja, hatte ich aber noch nicht. Und hier diesen Revolver mit Schulterstütze. So, und weil das hier alles noch spontan ist, ist meine Ausrüstung noch nicht ganz perfekt eingestellt. Sprich, mein Mikro ist noch nicht in der perfekten Position. Jetzt habe ich es ein bisschen bewegt und doch gleichzeitig noch einen Zombie gekillt. Hut ab für meine tollen Multitasking-Fähigkeiten. Und ja, da wurde ich gerade nochmal angeschrieben. Ich weiß jetzt nicht, ob man es gehört hat. Aber wir haben da hinten einen Spot und ich muss da nicht unbedingt lang klauen. Da habe ich auch schon Schießen gehört. Mir ist aufgefallen, in mein. Oh, heck. Ist einer in der Nähe? Oh, heck, oder ich bin's wieder. Das kann ich echt immer nicht sagen. Ich neige nämlich auch dazu, meine Kopfhörer falsch rum aufzusetzen. Wodurch ich dann manchmal links und rechts vertauscht habe und dann immer wie so ein Deppel in die Gegend gucke und von hinten erschossen werde. Oh ja, da hat einer mit Feuer. Da ist einer verbrannt. Das war nicht ich. Ja, da hinten ist er. Hoffe ich doch. Kann ja nicht so weit weggedeppelt sein. Aber wohin? Ja, auch nur irgendwie hier lang. Oder? Der kann ja auch nicht so schnell gewesen sein. Ach, Menno. Ja. Okay. Das war vielleicht nicht die klügste Idee, da an den Hund vorbeizutingeln und dann auch noch hochzugucken. Smells like Teen Spirit. Jo, wo ist denn der Nasenbär? Ist der denn hin? Ja, das Doofe war, ich habe halt auch noch kurzzeitig Soundeinstellungen gemacht. Wodurch ich vielleicht 20 Sekunden später ins Spiel gestartet bin als die anderen Charaktere, könnte natürlich sein, dass ich hier die Völkerwanderung schon verpasst habe. Ja, kann doch nicht weg sein. Da ist ein Tank, den hat er. Gucken, ob irgendwo hier noch ein halbwegs lebendes Pferd rumdümpelt. Oh, da ist was drinne. Da jagt ein Pferdchen. Und da kämpft doch einer. Sind auch Raben hochgegangen. Muss ich mich mal räuspern, weil mein. Au! Das hat Peng gemacht. Ah, da hinten ist das. Aber da traue ich mich jetzt gerade nicht lang zu gehen. Weil
Ich neige dazu, dann in irgendeine Falle zu rennen. Wenn ich was vom Kuchen abhaben will, dann sollte ich mich doch beeilen. Oh, aua. Ja, das tat weh. Gucken wir nochmal. Zurück zum Menü. Oh, das glaube ich war jetzt auch keine lange Runde. Da hat er echt gut getroffen. Respekt für den Kopfschuss. Auf die Entfernung. Ja gut, war jetzt ja nicht weit. Sehr schade, aber eigentlich, dass ich davon jetzt nicht viel mitgeschleppt habe. Ja, der Contract hat nicht so geklappt. Ich bin gestorben. Habe ich gar nichts bekommen? Plus 5. Na gut, okay. Na gut, dann machen wir erstmal was anderes. Und zwar habe ich für meinen alten Jäger, beziehungsweise meinen guten Jäger, der hat jetzt schon Stufe 21 erreicht, eine neue Fähigkeit, die nennt sich Salamander. Und die heilen dadurch, also die Fähigkeitenblöcke mit dem Schaden, wo ich durch Feuer Schaden bekommen habe, heilen jetzt schneller. Das rüste ich doch mal aus. Gucken wir doch mal, ob ich noch was Neues bekommen habe. Ja, also ich habe jetzt diesen Nagant-Revolver. Dann halt, die kennt ihr ja alle schon. Und hier sogar eine Schrotflinte mit Nahkampf. Passend dazu halt hier noch sowas. Sehr gut. War ein kurzes Gameplay. Ich hoffe, das findet ihr jetzt nicht allzu tragisch. Ich denke mal, da kann ich im Anschluss gleich das nächste aufnehmen. Aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß und ein bisschen Aufregung dabei. Und wir sehen uns dann im nächsten Video.